In den vergangenen Jahren ist so mancher Spitzenpolitiker über kleinere, aber auch größere Betrügereien gestolpert, vom gefälschten Lebenslauf bis hin zum Betrug bei Doktorarbeiten. Eine Recherche der Welt am Sonntag zeigt jetzt, auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bei einer Bewerbung im Jahr 1995 für eine Professur an der Uni Tübingen offenbar falsche Angaben gemacht. Hat Karl Lauterbach seinen Lebenslauf aufgehübscht? Es sieht ganz danach aus. 1995 bewarb sich der heutige Gesundheitsminister für eine Professorenstelle in Tübingen. Die Welt am Sonntag findet in seiner Bewerbung im Universitätsarchiv gleich mehrere Ungereimtheiten. Und man kann das dann mit der Realität eigentlich recht gut abgleichen. Und das haben wir in den vergangenen Wochen sehr, sehr intensiv getan. Und am Ende kommt man dann zu dem Schluss, Belege für das, was er da behauptet hat, lassen sich nicht finden. Unter anderem gibt Lauterbach an, Leiter einer mit 2 Millionen D-Mark geförderten Brustkrebsstudie in Aachen gewesen zu sein. Doch in den Unterlagen zur Studie taucht Lauterbachs Name nirgendwo auf. Bei einem anderen Forschungsprojekt erweckt Lauterbach den Eindruck, er habe 100.000 US-Dollar Drittmittel beschafft. Stimmt nicht, widerspricht der Studienleiter. Ebenfalls aufgelistet ein Buchprojekt Lauterbachs, das die Robert-Bosch-Stiftung mit 20.000 D-Mark gefördert haben soll. Doch das Buch wurde offenbar nie fertig, das Geld nie ausgezahlt. Lauterbach erhält aus Tübingen eine Zusage. Womöglich auch, weil er angedeutet haben soll, einen Großteil der 2 Millionen D-Mark Fördergeld nach Tübingen transferieren zu können. Tübingen, auch das haben unsere Recherchen ergeben, war damals in einer finanziell prekären Situation. Da kam es gerade recht, ein junger Wissenschaftler aus den USA, der schon Millionen eingesammelt hat für diesen Lehrstuhl. Das war die perfekte Besetzung. Am Ende lehnt Lauterbach das Angebot aus Tübingen ab, geht stattdessen nach Köln. Welche Angaben er bei seiner Bewerbung dort gemacht hat, ist unklar. Wir vertrauen Politikern immerhin viel politische Macht an. Und das lässt sich nur dann guten Gewissens tun, wenn man sich auf deren Ehrlichkeit und Solidität verlassen kann. Wir dürfen so etwas nicht weiter durchgehen lassen. Lauterbach selbst sagt zu den Vorwürfen um die Brustkrebsstudie, den konkreten Fall könne er nicht mehr rekonstruieren.